Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meinem Kurs PHP 5 für Einsteiger. In unserer nächsten Lektion, in der 24. Lektion, lernen wir gleich zwei Dinge kennen. Erstens einmal vertiefen unser Wissen in der Session-Variable und dann zweitens lernen wir sogenannte iFrames kennen. Ja, zuerst vielleicht zu iFrames. Was sind iFrames? Das ist eine normale Webseite, setze ich bekannt voraus, und ein iFrame so etwas wie ein Fenster in einer Webseite. Und in dieses Fenster der Webseite kann man eine andere Seite laden. Wir machen das jetzt so, dass ich hier eine Webseite erzeuge. Die erzeuge ich mit der Datei Session-Variable 03. Und in diese Webseite lege ich ein Fenster hinein, einen sogenannten iFrame. Und in diesen iFrame lade ich dann eine weitere Datei herein. Das wäre Session-Variable 04. Das würde dann genau diesem Listing entsprechen. Man könnte natürlich jetzt nicht eine PHP-Datei hier einfügen, sondern könnte auch jede andere Webseite dann einfügen. Also zum Beispiel Webseite eines Nachrichtenmagazins, was auch immer. Und ich muss immer auf das Copyright aufpassen, ob das überhaupt dann erlaubt ist, ob die andere Seite, der Betreiber der anderen Seite das überhaupt möchte. Aber hier haben wir ja kein Problem. Hier ist das ja erlaubt. Schauen wir uns das wieder an. Session-Variablen setzen voraus, dass das in einem PHP-Deck natürlich Ganze sich abspielt, hier von 1 bis 9. Dann mit Session Start muss überhaupt erst bekannt gegeben werden, und das bitte ganz oben auf der Webseite, dass man mit Session Variablen arbeiten möchte. Diesen Code hier haben wir in der vorgehenden Lektion schon besprochen. Also es werden hier einer normalen Variable der Wert von 10 zugewiesen, dann wird das Session Variable, achte auf die Schreibweise, wird hier dieser Wert zugewiesen, es wird dann hier ausgegeben. Das siehst du dann hier herunten. Dann wieder ausgegeben, und dann haben wir hier etwas Neues, nämlich einen iFrame. Das erzeugt hier dieses Fenster praktisch in der Webseite, und da kann man eben dann zum Beispiel Border angeben, wie breit das Ganze ist, wie hoch diese Frame ist, und es wird in Pixel, also in Bildpunkten angegeben, auch die Breite. Dann kann man einen Namen da noch zuordnen und dann hier natürlich unter SRC, SRC steht für Source, also Quelle, dann welche Datei, welche Seite hier eingebunden wird. Und die Seite, die hier eingebunden wird, ist eben diese Session Variable 04. Hier wieder nicht vergessen, bitte Session Start. Und da kann dann ganz bequem, weil es ja eine Session Variable ist, hier der Wert dann von $Session A, den wir hier dann zugewiesen haben und da schon einmal ausgegeben haben, dann zugeordnet werden. Und so gesehen kann man auch von einer normalen Webseite aus dann an eine Webseite im iFrame dann einen Wert übergeben. Übergaben funktionieren mit Session Variable aber nur natürlich auf Seiten, die innerhalb, also die auf demselben Server liegen, also im selben htdocs-Verzeichnis liegen. Wenn du es versuchen wolltest, auf die Art und Weise einen Wert an eine andere Seite von einem guten Bekannten zum Beispiel zu übergeben, der aber nicht auf demselben Server liegt, dann wird das nicht funktionieren. Ich empfehle wiederum, hier das Ganze ein bisschen zu, einzuüben. Diese Aufgabenstellung bietet sich hier dazu an, und von meiner Stelle wieder ein Danke für das Zusehen und Zuhören. Danke.